Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin angeschlossen, Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Wankdorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und das wir dem Fußballverstand unserer Spieler und der Vollkommenheit ihres Spiels verdanken. Und dieses Spiel hier hat bereits vor einer Minute mit 7 Minuten Frühzündung begonnen. Und der erste Angriff brandet gegen das ungarische Tor, aber der Angriff verpufft. Der Torwächter Grosic kann den Ball annehmen, aber ersten Halbzeit sagen. Heute ist wichtig, dass wir in jeder Sekunde am Ball bleiben und dass ich Ihnen nur ganz schnell zwischendurch die Mannschaftsaufstellung sagen darf. Ungarn mit Grosic im Tor, Budzanski, Lantos in der Verteidigung, Bocic, Laurent, Zacharias im Lauf, Sturm, Zibor rechts außen, Kosic, Hidekuti, Puskas, der Major ist wieder dabei und Tot links außen. Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Angriff auf das ungarische Tor, über das Tor hinweg, ein Kopfball von Morlock und Grosic reißt die Fäuste hoch. Ich glaubte eine Ecke erkannt zu haben, viele Zuschauer auch, aber Schiedsrichter Link aus England, übrigens der gleiche Schiedsrichter, der unser 3:8 gegen Ungarn in Basel pfiff, entscheidet auf Abstoß. Die Läuferreihe der Deutschen mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und May aus Fürth. Der Sturm mit Rahn auf rechts außen, aus Essen ist er. Halb rechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Und Maxel Morlock, unser Halbrechter, führt den Ball in die gegnerische Hälfte hinein, gibt zu Rahn. Rahn zu Ottmar, der zu Morlock, ungünstiger Schusswinkel, Angriff vom linken Verteidiger der Ungarn von Lantos. Und jetzt ist die erste Ecke für Deutschland Tatsache. Der erste Eckball, der von rechts getreten wird, nach 3 Spielminuten. Die erste Sensation heute hier in Bern, das Stadion ist nicht ausverkauft. Aber das liegt wohl an der etwas schwierigen Kartenverteilung und vor allem am riesigen Regen. Und da kommt die Ecke schön nach innen, aber abgewehrt. Und weit muss nach außen laufen Schäfer, um sich den Ball zu holen. Schäfer schießt aus dem Hinterhalt, Nachschuss von Schäfer. Zweimal abgewehrt von den Ungarn. Die ersten 3 Spielminuten gehören dem Außenseiter dieses Spiels. Wir wollen das in den nächsten 90 Minuten nicht vergessen. Deutschland. Deutschland, das gegen den großen Favoriten, gegen Ungarn, den ungekrönten Weltmeister, der seit 4,5 Jahren in 31 Länderspielen nicht bezwungen wurde, zu spielen hat. Aber im Berner Stadion. Es regnet heftig, aber wir Deutschen glauben, dass Fritz-Walter-Wetter ist und dass das gut für unseren Techniker Fritz und seine Kameraden ist. Sie hören an der Geräuschkulisse, dass ein deutscher Angriff rollt. Deutschlands Fußballfans haben sich aufgemacht und sind zu Zehntausenden nach Bern gekommen. Sie sehen jetzt einen Angriff der deutschen Mannschaft, der aber vom Mittelläufer Laurent gebremst wird. Und jetzt stürmen die Ungarn von links, aber ihr linker Läufer hat den Ball nach durchspielen müssen und Hidekuti gegen Turek, aber Turek kann mit Glück allerdings klären durch Fußabwehr. Gut herausgelaufen, schlechtes Abspiel von Liebrich soeben und Ungarns Sturm, Kosic müsste schießen, Nachschuss, Puskas, Tor! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Der Blitzstart der Ungarn hat ihnen die Führung eingebracht.
Ungarn schießt nach 6 Spielminuten durch Puskas, den Spielführer, das 1:0. Das Tor kam so zustande. Fehlerhaftes Abspiel von Liebrich. Dann alleine durchgegangen Kosic. Er schießt einen Deckungsspieler der Deutschen an. Genau prallt der Ball dann Puskas vor die Füße und unhaltbar für Turek schießt Puskas flach in das von uns aus gesehene rechte Toreck ein. Und nach dem Anspiel rollt die Angriffsmaschine der Ungarn schon wieder. Aber diesmal ist das steile Durchspiel von Kosic ins Ausgegangen. Nun, vergessen wir nicht, Deutschland hat noch nie einen ähnlichen Erfolg errungen. Seit 100 Jahren spielt man organisiert Fußball, seit 50 Jahren gibt es einen Weltfußballverband, seit 1930 Weltmeisterschaften und nie war Deutschland im Endspiel. Es ist ein großer Tag, es ist ein stolzer Tag. Seien wir nicht so vermessen, dass wir glauben, er müsste erfolgreich ausgehen. Danken wir in jedem Fall, auch wenn wir verlieren sollten, unseren tapferen Jungs für diese... Deutschland einen Gegenangriff. Fritz Walter durchgespielt, aber er wird von Laurent gebremst. Beide fallen hin und aus dem Hinterhalt taucht auf Schibor, der heute rechts außen spielt, sonst links außen. Spielt zu Hidekuti. Hidekuti zu Kosic. Der steil zum rechten Flügel, wo wieder Hidekuti den Ball annimmt. Und der flankt da innen. Liebrich mit dem Kopf weggeschlagen. Aber ausrutscht auf dem glatten Fußballrasen dort und trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat. Doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor! Einmal hatten wir Glück. Als Kosic hinfiel, Kohlmeier spielte schlecht zurück zu Turek, der schon im Hinauslaufen war. Turek konnte das Leder nicht festhalten. Schibor, wie der Wirbelwind vom rechten Flügel aufgetaucht, dribbelt nach links hinüber und erzielt das zweite Tor für Ungarn. Ungarn führt mit 2:0. Eine unerhörte Nervenbelastung für unsere Mannschaft. Unsere Hintermannschaft ist nervös. Sie macht sich gegenseitig Vorwürfe. Das sollte sie nicht. Sie sollte ruhig versuchen, ihr Spiel aufzuziehen. Es steht 2:0 für die Ungarn und das gibt...
unerhörte Nervenbelastung für unsere Mannschaft. Unsere Hintermannschaft ist nervös. Sie macht sich gegenseitig Vorwürfe. Das sollte sie nicht. Sie sollte ruhig versuchen, ihr Spiel aufzuziehen. Es steht 2:0 für die Ungarn und das gibt ihnen eine tolle Sicherheit. Das ist klar. Jetzt ist Ottmar Walter durchgegangen nach dem Anspiel der deutschen Elf. Zum linken Flügel geprescht, hat Hans Schäfer aus Köln eingesetzt. Hans Schäfer will flach zu Fritz Walter spielen, aber das Spiel der deutschen Stürmer läuft vorläufig nicht. Bei weitem nicht so wie gegen Österreich. Und wieder ein Angriff gegen das deutsche Tor. Rechtsaußen Schieber mit der Nummer 11 zieht den Ball vor das Tor. Und was passiert? Posipal hat gestoppt, souverän gestoppt auf der 5-Meter-Linie und spielt gleichzeitig geschickt ab nach vorne zu Rahn. Rahn dribbelt sich durch. Gegen den linken Läufer Zacharias hat er nichts ausrichten können. Der hat in aller Ruhe den Ball in Höhe der Mittellinie ins Ausgespielt. Der Ball wird eingeworfen, kommt zu Rahn. Deutschland versucht von rechts seinen Angriff aufzuziehen. Rahn hat den Ball zugespielt bekommen. Der Ball prallt vom Schiedsrichter ab und Rahn wird von Laurent angegriffen und bleibt wieder zweiter Sieger. Ungarns Mittelläufer, der größte Spieler, der längste Spieler seiner Mannschaft, hat den Ball. Aber sein Abschlag bleibt bei Eckel aus Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter. Von dort zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Es steht nur noch 2:1. 10 Minuten sind gespielt. Der Schuss von Rahn aus Linksaußenposition wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Grosic vorbei in das äußerste linke Eck von uns aus gesehen. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2:0, es steht 2:1 nur noch für Ungarn und das sollte unserer Elf Mut und Selbstvertrauen geben. Das Spiel heute ist außerordentlich schwer, vor allem für die Spieler, die nicht ausgezeichnete Techniker sind, denn es ist so glatt, so rutschig, dieser Rasen. Und eben hat May aus Fürth im Zweikampf gegen Schibor sich so geschickt durchgesetzt. Und Selbstvertrauen geben. Das Spiel heute ist außerordentlich schwer, vor allem für die Spieler, die nicht ausgezeichnete Techniker sind, denn es ist so glatt, so rutschig, dieser Rasen. Und eben hat May aus Fürth im Zweikampf gegen Schibor sich so geschickt durchgesetzt, dass der Ball vom Bein von Schibor abprallt und dann über die Auslinie. Abschlag vom deutschen Tor, von Turek ausgeführt, zu Kohlmeier gespielt, von dort zu Fritz Walter, immer noch in der deutschen Hälfte. Schöne Maßvorlage über 20. Von Fritz Walter. Fritz Walter will verlängern zu Posipal, aber der verfehlt und sofort ist Puskás am Ball. Dann droht Gefahr für deutsches Tor. Puskás alleine, 20 Meter vom Tor entfernt, spielt Kohlmeier an. Jetzt müsste ein Schuss kommen. Liebrich in die Schussbahn geworfen. Sonderapplaus für den Mittelläufer der deutschen Elf, denn er hat einen gefährlichen Schrägschuss von Puskás im Entstehen abgetötet, muss ich wohl sagen. Und der Ball geht drüben, zuletzt von einem Ungarn berührt, 10 Meter
von der Eckfahne entfernt in der deutschen Hälfte ins Aus. Stand 2:1 nach 12 Minuten im Berner Stadion, das sich allmählich doch wohl bis auf den letzten Platz füllt. Denn die Nachzügler sind erschienen und ich glaube, dass wir jetzt von 65.000 oder 63.000 Zuschauern in Bern sprechen. Vorne zu seinem Sturm, zu Fritz Walter. Fritz Walter steht in halbrechter Verbindung, spielt den Ball jetzt zu Rahn. Rahn, wundervolle Dreierkombination. Eckel ist eingesetzt worden. Eckel müsste abspielen. Er zögert lange. Jetzt spielt er ab und da Ottmar Walter schießt da innen. Aber Grosic mit einer Flugparade, die Beifall verdient, hechtet aus dem Tor heraus und fängt den Ball. 13 Minuten in Bern gespielt. Spielstand 2:1 durch zwei Tore der Ungarn gleich nach Beginn. Puskas und Csibor und den Anschlusstreffer, den Morlot. Bleiben. Aber gefährlich, noch ist Deutschland im Angriff. Eckel müsste schießen, rutscht aus und so kriegt sein Schuss nicht den Effekt, den er sich erhofft hatte. Das ganze Spiel jetzt in der ungarischen Hälfte. Deutschland drängt. Deutschland, der Außenseiter, stürmt gegen Ungarn. Schäfer aus Köln ist am Ball, dribbelt in die Hälfte der Ungarn hinein, verliert den Ball aber gegen Bocic. Und Bocics Mustervorlage kommt zu Kosic. Kosic, Hauptmann der Honved-Armee, schlägt eine Flanke vom rechten Flügel, wollte Puskas einsetzen, aber Puskas... verfehlt, doch knapp vor der Eckfahne holt sich Kott mit der Nummer 20 auf dem Rücken den Ball. Spielt zu Hidekuti, Hidekuti zu Csibor, der steht am Strafraum, ungedeckt, schießt, aber er schießt Liebrich an. Von Liebrich prallt der Ball ab zu Schäfer. Schäfer spielt Toni, als den wir ihn kennen. Das Spiel geht weiter. Wunderbare Vorlage von Fritz Walter in die gegnerische Hälfte hinein. Und da wird Fritz Walter genommen, aber Schiedsrichter Link lässt weiterspielen. Link, der Mann, den wir mit einiger Skepsis als Schiedsrichter akzeptiert haben. Und der jetzt Hidekuti durchlaufen lässt, etwas in Abseitsstellung. Hidekuti alleine durch, nur ein Abwehrspieler. Schuss von Csibor, einen Meter am Tor vorbei. Ja, es ist wohl einmalig bei einer Fußballweltmeisterschaft, dass derselbe Schiedsrichter Spiele zweier Mannschaften zweimal hintereinander pfeift. In Basel war er ein allerdings ordentlicher Leiter des Spiels. Heute im Endspiel ist er es wieder. Man sagte uns, das sei geschehen als Konzession, weil Schiedsrichter Link, der ja ein guter Schiedsrichter ist, heute seine Abschiedsvorstellung gibt. Von diesem durchgelassen, kommt zu Schäfer. Schäfer in Höhe der Mittellinie zu Ottmar Walter. Jetzt noch einmal Max Morlock in Höhe des gegnerischen Strafraums. Morlock könnte sich durchspielen. Er schießt. Eckball, Eckball, kein Tor. Denn Lorand, der überragende Abwehrspieler der Ungarn, sprang mit einem Spagatschritt dazwischen und hat den Schrägschuss von Morlock aus halblinker Position, Entfernung 12 Meter vom Tor, zur Ecke abgewehrt. Nach 17 Spielminuten Stand 2:1 für Ungarn. Eckball für Deutschland. Nach 17 Spielminuten Stand 2:1 für Ungarn, Eckball für Deutschland. Ich glaube, die zweite in diesem Spiel für Deutschland. Ecke von Fritz Walter. Auf der Torlinie steht Budzanski und kann den Ball mit allerletzter Mühe, der viel Effekt hatte, zu einer erneuten Ecke abwehren. Wieder Eckball, wieder wird diese Ecke von links getreten und natürlich wieder von Fritz Walter. Vier Stürmer der Deutschen stehen im Strafraum der Ungarn gegen sieben Abwehrspieler der Ungarn, die auf der Hut sind, die gewarnt worden sind durch den Gegentreffer unserer Elf.
Heute ist es kein 3:8. Heute ist es keine B-Mannschaft. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter. Tor von Rahn. Genau so war es. Genau so war es. Deutschlands A-Mannschaft, der großartige Sieger gegen Österreich, hat aus 0:2 2:2 gemacht. Die zweite Ecke, die Fritz Walter innerhalb einer Minute schoss, schoss er über den gesamten Innensturm hinweg, auch über die Deckung der Ungarn. Und ruhig mit Dropkick, also den Ball leicht aufspringend, nahm Rahn den Ball an und schoss ihn aus 3 Metern Entfernung sofort ins Tor der Ungarn. Es steht 2:2. Da ist es zu glauben, wir haben ausgeglichen gegen Ungarn, die großartigste Techniker-Elf, die man kennt. Und wieder stürmt Deutschland. Außenposition in der Mitte der ungarischen Hälfte, versucht ein Dribbling, einen Ungarn hat er umspielt, am zweiten bleibt er aber hängen. Und jetzt der Gegenangriff der Ungarn, Kohlmeier muss Kosic angreifen, Kosic bleibt Sieger, zu Puskás, Puskás schießt, schießt aber Liebrig an, abgewehrt. Abgewehrt, keine Gefahr für Deutschland, im Gegenteil, Angriff der deutschen Mannschaft, bleibt aber bei Boczek hängen. Boczek spielt Fritz Walter aus und Fritz Walter bemüht sich noch einmal um den Ball, aber Tschibo bleibt Sieger. Tschibo allein im Strafraum der Deutschen, schießt, aber Toni Turek liegt in der Schuss. Kinder, ist das eine Aufregung. Ihnen an den Lautsprechern wird es genauso gehen wie den 30.000 Schlachtenbummlern, die sicherlich aus Deutschland doch wieder hergekommen sind. Und wie uns 3-4 Leuten hier in der engen Rundfunkkabine. Wir haben heute übrigens die beste Rundfunkkabine. Zum ersten Mal, aber auch begründet, denn wir sind ja im Endspiel. Schön. Nun aber der Eckball der Ungarn. Schibor Tredin. Halb hoch kommt er vor das Tor. Kopfball! Ball, aber zum Glück am Tor vorbei und in aller Ruhe kann Rahn hinten aushelfen, den Ball vortragen bis in Höhe der Mittellinie. Doch legt er den Ball in die Sturmmitte hinein. Mai ist weit mit aufgerückt, zieht es vor, einen Querpass aufzuziehen zu Fritz Walter. Fritz Walter zu Morlock, Morlock in die gegnerische Hälfte hinein. Schön läuft das Sturmspiel, Schäfer in die Gasse geschickt, Schäfer und Grosic, aber Grosic bleibt Sieger, während ihm Zakaria... es einen zweiten, weil Kohlmeier mit dem Kopf den Ball erneut ins Ausschlug. Der Ball wird zurückgespielt, jetzt von Schibor zu
Bujanski. Bujanski versucht, Kosic einzusetzen. Kosic kommt nicht an den Ball. Die Verteidiger der Ungarn müssen weit mit aufrücken. Jetzt heben sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung. Die Fußballleien werden uns für verrückt erklären. Aber bedenken Sie, es ist heute wirklich Deutschlands Fußballtag. Und ein Schuss von Hidekuti, Volley aus 3 Metern abgefeuert, wird von Turek zur Ecke abgewehrt. Die Ecke kommt an den Elfmeterpunkt. Kopfball von Hidekuti und wieder ist Turek in der Luft und hat souverän den Ball heruntergeholt, hat abgewehrt. Dass es jetzt nicht 3:2 für Ungarn steht, das verdanken wir ausschließlich Toni Turek, der 2 Prachtparaden gezeigt hat, beim ersten Mal einen sogenannten unmöglichen Ball gehalten hat. Anders gedacht und hat abgespielt. Doch immer noch sitzt die deutsche Sturmreihe im Angriff, diesmal von rechts. Rahn aus Essen flankt in den Strafraum. Ottmar köpft, aber hinter ihm steht Boczek. Doch der Nachschuss von Schäfer. Strafraum hinein, Kopfball von Posipal. Und wieder, Hidekuti müsste schießen, schießt auch an den Pfosten, an den Pfosten! Und Toni war schon geschlagen, aber das Glück war auf unserer Seite. Ein Flachschuss, der an den Pfosten geht, wieder die Ungarn. Deutschland mit 8 Mann in der Deckung, jetzt vor das Tor geschlagen, aber Toni Turek fängt die Flanke von Boczek oder von Todd. Nein, es war Todd, der Linksaußen, der rechts. Boczek 20 Meter vom Tor entfernt, hebt den Ball vor das Tor. Kosic köpft, nein, Posipal war es. Und vorher hat Mr. Link aus England gepfiffen. Kosic, der Akrobat auf halb rechts, stand etwa in Höhe. Freistoß für Deutschland. Freistoß aus der Mitte der eigenen Hälfte. Liebrich tritt den Freistoß auf den Kopf von Morlock. Aber Morlock hat sich gedacht, na, vielleicht kannst du den Zacharias soeben mit dem Ellbogen noch steil durch. Aber Laurent hat diese Vorlage gerochen, ist dazwischen gefahren und hat geklärt. Hidekuti, Gegenangriff der Ungarn. Und Fritz Walter, glaube ich, war es. Fritz Walter, Sonderapplaus im eigenen Strafraum als letztes Bollwerk vor Hidekuti. Liebrich zu Fritz Walter. Immer wieder wird Fritz Walter eingesetzt. Er ist großartig. Fritz-Walter-Wetter, so haben wir alle gehofft, gebetet und haben es auch erreicht. Hoffentlich bleibt es sein Wetter. Fritz schickt Schäfer in die Gasse. Schäfer zieht es vor, zurückzuspielen. Aber Rahn, der rechts außen in Linksaußenposition jetzt stehen. Stoß für Ungarn. Freistoß kommt auf den Elfmeterpunkt. Kosic köpft, aber er köpft nicht in Richtung Tor. Kohlmeier kann in aller Ruhe zum Strafraum laufen, zum Strafraumeck und kann von dort aus, um kein Risiko einzugehen, den Ball ins Ausschlagen. Der Ausball ist ausgeführt, kommt zu Fritz Walter, der steht günstig vor dem Tor, aber zwischen Morlock und Schäfer steht Grosic und hat die mögliche Kopfballparade der beiden unterbunden, hat den Ball sehr souverän, sehr sicher aufgenommen. Jetzt rollt die Angriffsmaschine der Ungarn von links aus. Puskás, Mensch, wenn ich das sehe, wenn er so loslegt, von links nach rechts hinüberwandert, denke ich an sein erstes Tor in Basel, das zweite der Ungarn überhaupt und auch diesmal hat er steil durchgespielt. Aber zum Glück stand Kosic gedeckt von wem? Von Mai und
konnte sperren, sodass Toni Turek den Ball aufnimmt. Nichts von einer klaren Überlegenheit der Ungarn. Höchstens in den ersten 10 Minuten. Sonst spielt Deutschland mit. Auch jetzt wieder eine Chance. Schäfer müsste schießen. Abgewehrt. Und Nachschuss. Abgewehrt. Ja, also liebe Ungarn, jetzt müssen wir sagen, jetzt habt ihr Glück gehabt. Der Schäferschuss von den Fingerspitzen von Grosic abgewehrt. Nachschuss von Rahn, von Budzanski auf der Torlinie abgewehrt. Aber immer ein Eckball für Deutschland. Fritz Walter tritt ihn nach innen. Diesmal aber leider nicht. Doch der Nachschuss könnte noch Erfolg bringen. Fritz Walter hebt ihn vor das Tor. Wer springt hoch? Auf dem leeren Tor. Linie, da stehen zwei, drei Spieler, drei fallen hin. Wer bleibt Sieger? Schäfer hebt den Ball vor das Tor, aber am Tor vorbei. Dicke Luft im Strafraum der Ungarn. Rahn ärgert sich das Leder, müsste abspielen. Spiel doch ab und jetzt einen Eckball. Einen Eckball für Deutschland von rechts. Kinder, Kinder, Kinder. 2 Minuten vor Halbzeit. Die mögliche Führung für Deutschland. Zweimal lag sie in der Luft. Jetzt kommt die Ecke da hinten. Grosic in der Luft. Und hat wundervoll diese Ecke heruntergeholt. Sein Abschlag kommt haargenau zum rechten Flügel. Da steht Schieber. Schieber allein auf weiter Flur. Holt ihn Kohlmeier noch ein. Jetzt müsste er dribbeln. Er hat auch gedribbelt. Aber so ungeschickt. Das Liebrich ohne weiteres klären. Der gibt zu Todd. Todd hinüber zu Puskás. Puskás steht in Linksaußenposition am deutschen Strafraum. Vor das Tor. Kopfball am Tor vorbei. Kopfball von Kosic am Tor vorbei. Und ein deutscher Abwehrspieler hat gerade noch ein Bein hinhalten können und das mögliche Tor somit verhindert. Ich glaube, das ist einen Eckball in der Schlussminute. Ball für Ungarn. Hoffentlich ist das nicht etwas sehr Dummes für uns. Der Eckball wird getreten, wird sofort von Eckel, wunderbar, vom verletzten Eckel mit einem Kopfball weggeschlagen. Sofort gepasst zu Rahn. Rahn zu Ottmar Walter. Ottmar Walter, der immer geschickt zu den Flügeln ausbricht, hat wieder Rahn eingesetzt. Rahn müsste Ottmar zuspielen. Ottmar im Kampf mit Laurent. Laurent verfehlt, aber hinter ihm steht Lantosch und spielt den Ball, bevor das O der Menschen vielleicht zu einem Torschrei hätte werden können. Zu seinem Torwächter zurück. Der spielt ab zum rechten Flügel. Schieber nimmt den Ball an. Zubot schickt dem rechten Läufer. Der flach über 20 Meter hinweg zu Hidekuti. Hidekuti lässt durch für Puskás. Puskás fintiert. Täuscht zwei Abwehrspieler der Deutschen. Jetzt spielt er ab. Hat gut abgespielt. Aber der Abpfiff erlöst uns aus einer bedrohlichen Situation. Die erste Halbzeit in Bern ist beendet. Es steht 2:2 unentschieden. Und wenn Robert Lemke richtig mitnotiert hat, mein Gedächtnis lässt mich fast im Stich, dann ist dieses Score, diese Torzahl folgendermaßen zustande gekommen. 6. Minute 0:1 durch Puskás, 8. Minute 0:2 durch Csibor. Wir waren schon am Verzweifeln, wir glaubten schon an ein 3:8
Aber dann kam in der 10. Minute der Anschlusstreffer durch eine Energieleistung von Morlock nach Vorarbeit von Schäfer. 1:2. Und in der 18. Minute der Ausgleich nach einer Fritz-Walter-Ecke durch Rahn. 2:2. Das ist mehr, als wir zu hoffen gewagt haben. Sie werden jetzt sicherlich dasselbe Bedürfnis haben wie wir, liebe Zuhörer in der Heimat. Jetzt eine Pause für Sie, für die Spieler und auch für uns. Wir sind froh, dass diese erste Halbzeit so verlaufen ist. Wir bitten Sie, die Leistung unserer Mannschaft in Ihrem Herzen so anzuerkennen, wie sie es verdient. Eine großartige erste Halbzeit hat eine ausgeglichene deutsche Mannschaft gesehen. Hoffen wir, dass die Kondition und die Kampfkraft unserer Jungs stark genug ist, um den wundervoll technisch brillierenden Ungarn auch in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten. Und damit schalten wir für wenige Minuten zurück nach Deutschland. Hier sind alle Sender in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin angeschlossen, Radio Saarbrücken. Wir übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern die zweite Halbzeit des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn. Reporter ist Herbert Zimmermann. Wir melden uns also wieder aus Bern. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit, die in 30 Sekunden beginnen wird, 2:2. Durch zwei Tore der Ungarn, Puskás und Csibor, und die beiden Anschluss- und Ausgleichstore der Deutschen, Morlock und Rahn. Und symptomatisch ist Folgendes. Vor Beginn des Spiels haben wir rund 30, 40 Pressekollegen gefragt, wer gewinnt. Ein einziger hat von ihnen gesagt Deutschland. Alle anderen sagten Ungarn. Jetzt in der Halbzeit haben wir wieder gefragt. Und die Sensation... Die Sensation, der Außenseiter hat gleich gute Chancen, muss sich jetzt allerdings vorsehen, denn Csibor schießt da innen, aber Liebrich steht da. Trotzdem, noch einmal müsste ein Schuss von Csibor kommen, aber Turek holt den Ball wieder im zweimaligen Zugreifen. Das war der erste bedrohliche Moment und die deutsche Hintermannschaft muss sich vorsehen, dass es ihr nicht in der zweiten Halbzeit genauso geht wie in der ersten. Ja, also die Pressekollegen waren... eingebracht hat, der allerdings von Ottmar Walter vergeben wird, gegen Angriff der Ungarn, durch Puskás, der schießt aber Turek an, Nachschuss abgewehrt von Liebrich, Puskás stand allein, 8 Meter vor dem Tor, und das hätte eigentlich ein Tor werden müssen. Rahn hat das Abspiel ungenau zugespielt, dadurch werden die Ungarn wieder frei, spielen sich auf dem linken Flügel durch, aber Puskás gegen Eckel verliert den Ball, zu Hilfe kommt Eckel Rahn, Rahn im eigenen der eigenen Hälfte, alle deutschen Spieler helfen kameradschaftlich aus. Die Stürmer sind mit hinten, die Verteidiger mit vorne, hat abgespielt. Rahn jetzt alleine durchgegangen, dribbelt sich durch. Zwei Ungarn vorbei, aber am dritten, am rechten, am linken Verteidiger Lantosch bleibt er hängen. Und in der Nähe des Strafraums der Ungarn wird der Ball... Schäfer dribbelt in den Strafraum hinein, spielt ab. Aber das Abspiel wird von einem Ungarn abgefälscht und kann dadurch, nur dadurch, von Grosic ohne... 2:2 und die Ungarn stürmen auf dem rechten Flügel. Das Spiel ist temperamentvoll. Die Szenen wechseln blitzartig. Flanke da innen, abgewehrt. Nachschuss, wieder abgewehrt. Und noch einmal die Ungarn. Aber der Ball wird zunächst einmal aus dem deutschen Strafraum herausgetragen. Jetzt setzt sich Todd ein, der Linksaußen, der in Rechtsaußenposition steht. Der gibt zu Kosic. Kosic verliert. Eckel hat den Ball. Stelle wie vorher, werfen die Ungarn ein, spielen den Ball zu Hidekuti. Hidekuti schießt am ganzen Längstor, an der Breite des Tors, so muss man sagen, vorbei. Ein hoher Schlenzer, den auch Turek nicht bekommen hätte. Zum Glück rutscht der Ball 5 Meter von der Eckfahne entfernt auf der rechten Angriffsseite der Ungarn in der deutschen Hälfte ins Aus. Wird eingeworfen, Walter. Doch Fritz Walter im Zweikampf mit Puskás verliert das Duell. Puskás hat sich das Leder geholt, spielt zu Bocic. Bocic in der Mitte der deutschen Hälfte. Flach führt er den Ball am Fuß. Ein schöner Pass zu Puskás. Wird postwendend erwidert. Und Schuss über das Tor. Ein 20-Meter-Schuss von Bocic geht 20 cm über die Querlatte. Abschlag vom deutschen Tor, Abschlag vom Turek. Gespielt in Bern im Endspiel der...
Rahn den Ball geholt, spielt den zu Mai, Mai zu Eckel, Eckel zu Rahn, Rahn steht im Mittelkreis, Applaus für den deutschen Sturm, der wundervoll spielt, der in einer bestechenden Form ist, Fritz Walter, 20 Meter vom Strafraum, vom Tor der Ungarn entfernt, spielt in den Strafraum hinein, aber bevor sein Bruder am linken Flügel den Ball annehmen kann, hat ihn Budzanski, der rechte Verteidiger der Ungarn, weggespielt und der Einwurf von Ottmar Walter wird von Schiedsrichter Link geahndet. Doch im schönen Einsatz hat sich Ottmar das Leder geholt. Ottmar gibt zum rechten Flügel, gibt zu Rahn. Rahns Abspiel ist ungenau und Lantosch, ohne dass er es brauchte, hat den Ball in der Mitte seiner eigenen Hälfte ins Ausgespielt. Ja, die Geschichte Liebrich, sie dachten an das 1:6. Da sagte der Busschaffner, ja, er hätte nur einen Schweizer Kollegen gemeint, der so hieße. Na bitte, aber jetzt ist der Ausball ausgeführt und Angriff der Deutschen. Von Ranats Flanke geschlagen, wird von Bocic, dem rechten Läufer, im Strafraum abgetötet und wird steil von Puskas verlängerten Sturm vorgeschlagen. Wo Cibor nicht mit der Routine von Posipal gerechnet hat. Posipal hat den Ball angenommen, wird jetzt unterstützt. Einen schönen Zweikampf gegen Bocic, spielt dann aber schlecht ab und Bocic kann den Ball aufnehmen, kann Hidekuti einsetzen, Hidekuti Steilvorlage, ich glaube Abseitsstellung, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen, Tott am rechten Flügel, könnte den Ball nach innen ziehen, Puskas lässt durch, Hidekuti verfehlt und die Deutschen durch Posipal diesmal klären in bravuröser Manier. Posipal weiter zu Schäfer, Schäfer zu Fritz Walter zu Morlock. Schäfer lässt den Ball durch, hinter ihm steht Ottmar, aber Ottmar setzt sich etwas zu hart ein gegen Zacharias, den linken Läufer der Ungarn, verliert den Ball, infolgedessen Freistoß der Ungarn aus der eigenen Hälfte heraus. Ist längst ausgeführt, kommt zu den Ball. Morlock. Schäfer lässt den Ball durch, hinter ihm steht Ottmar, aber Ottmar setzt sich etwas zu hart ein gegen Zacharias, den linken Läufer der Ungarn, verliert den Ball, infolgedessen Freistoß der Ungarn aus der eigenen Hälfte heraus. Ist längst ausgeführt, kommt zu dem weit aufgerückten Bocic, Bocic zu Hidekuti, Hidekuti, der zurückhängender Mittelstürmer spielt, spielt ab zu Kocic, Kocic auf engstem Raum, schön abgespielt, jetzt Gefahr, Schuss! Auf der Torlinie gerettet, Nachschuss müsste kommen, nochmal auf der Torlinie gerettet, das erste Mal Posipal, das zweite Mal Kohlmeier, aber die Ungarn bleiben im Ballbesitz, Bocic müsste schießen, gibt zu Cibor, Cibor schießt, abgewehrt, Liebrich rettet, noch einmal Nachschuss, Kocic am linken Flügel, rettet, rettet, rettet und jetzt ist die Gefahr beseitigt, durch Liebrich. 18 Spieler im deutschen Strafraum, in ihn wird der Ball wieder hineingespielt und jetzt nach einem Kopfball von Hidekuti zum Glück einen halben Meter am Tor vorbei. Eine herrliche Zusammenarbeit unserer deutschen Abwehrspieler, aber auch eine wundervolle Kombination der Ungarn. Wir müssen beides anerkennen und müssen unsere Hintermannschaft beglückwünschen zu dem Glück und dem Können. Posipal gerechnet hat. Posipal hat den Ball angenommen, wird jetzt unterstützt von Liebrich, wieder zu Posipal. Auf engstem Raum kombiniert die deutsche Mannschaft, dribbelt sich in die gegnerische Hälfte hinein. Morlock zu Ottmar Walter, aber das Zuspiel wird von Lorant, dem besten Abwehrspieler der Ungarn, abgefangen. Der spielt zu Cibor. Cibor, der links außen in der Sturmmitte, spielt ab zum rechten Flügel zu Tott. Tott könnte den Ball vor das Tor ziehen. Kopfball an die Querlatte von Kocic. An die Querlatte und kein Tor. 2:2, nachdem Turek schon geschlagen schien. Und als der Ball aus dem deutschen Strafraum herauswandert, da
hat ein Ungar, und zwar der rechte Verteidiger Budzanski, faul gemacht in der deutschen Hälfte. Es gibt Freistoß für Deutschland. Mein Kompliment für Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr Daumendrücken hat jedenfalls in den letzten 3 Minuten geholfen, denn sonst stände es 3:2 für Ungarn. Aber der effektive Spielstand nach wie vor 2:2. Obwohl jetzt eine leichte Feldüberlegenheit der Ungarn, die aus der Tiefe heraus aufbauen und immer wieder die Positionen wechseln, Querpässe einschalten, dann steil kombinieren, nicht zu verkennen ist. Die Ungarn sind wieder. Rahn zu Schäfer, der steht in der Sturmmitte. Im Mittelkreis steht Fritz Walter, der in den letzten 5 Minuten nicht ganz so stark war wie in der ersten Halbzeit. Jetzt zu Rahn. Rahn schießt am Tor vorbei. Ja, Mr. Link, wenn Sie Rahn abseits pfeifen, dann hätten Sie das 1 Minute vorher. Hakt von hinten, infolgedessen Freistoß für Deutschland in der Mitte der ungarischen Hälfte. Von rechts läuft an Jupp Posipal aus Hamburg. 5 Angriffsspieler der Deutschen lauern am ungarischen Strafraum. 6 Deckungsspieler der Ungarn. Und jetzt müsste ein Kopfball kommen. Ist gekommen, aber abgewehrt. Doch der Ball kommt zu Ottmar. Der zieht es vor, zu Fritz zu spielen. Nachschuss von Fritz. Den Ball wieder zugespielt, spielt ihn zu seinem Rechtsaußen tot. Der zu Hidekuti, der steht am rechten Strafraumeck der deutschen Mannschaft, hat den Ball am linken Fuß, will Puskas einsetzen, aber Liebrich ahnt diesen Ball und läuft dazwischen, hat gut abgewehrt, aber schlecht abgespielt. Und die Ungarn, Puskas schießt aus 20 Metern, 1,5 Meter am Tor vorbei. Genau gespielt, 61 Minuten im Wankdorfstadion in Bern, im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1954, in dem Deutschland, jawohl Deutschland und Ungarn sich gegenüberstehen. Und immer noch steht es 2:2. Alle haben das nicht gesagt, sondern die Ausländer. Der Freistoß kommt dahin, Kopfball abgewehrt, auf der Torlinie noch einmal abgewehrt. Und da steht Zacharias, der linke Läufer, und hat nach der ersten Parade seines Torstehers. Seines Torstehers endgültig den Ball aus dem Strafraum geschlagen. Jetzt wandert Puskas von links nach rechts hinüber, aber Posipal folgt ihm so genau, dass Puskas es vorzieht, abzuspielen zu Hidekuti. Das misslingt. Posipal hat sich mit Eckel zusammen den Ball geholt. Jetzt wird Fritz Walter eingesetzt, innerhalb linker Position. Fritz Walter und Ottmar könnte schießen, gibt ab zu Rahn. Rahn schießt, aber aus 25 Metern Entfernung. So kann man Grosic nicht schlagen. Außerdem war der Linksaußen der deutschen Elf, Schäfer, eindeutig abseits. Daran gibt es nichts zu deuteln. Es gibt Freistoß für Ungarn aus dem ungarischen Strafraum heraus. War Link richtig beraten, dass er diesmal weiterspielen ließ. Angriff der Ungarn von Puskas zu Hidekuti, der zu Puskas. Puskas schießt! Gehalten auf der Torlinie und Kohlmeier schlägt den Ball so geschickt ins Aus, dass es noch nicht einmal einen Eckball gibt. Toni Turek, Mensch, hast du uns eben Angst gemacht, aber wahrscheinlich war keine Zeit mehr, mit dem ganzen Körper nach unten zu gehen bei diesem 8 Meter Schrägschuss. Er hat einen verzweifelten Schritt, einen Spagat gemacht und hat mit der linken äußersten Fußspitze den Ball bekommen und Kohlmeier hat ihn dann endgültig weggeschlagen. Nun die Ungarn auf der linken Sturmseite nach dem Ausball. Versuchen sich gegen Eckel durchzusetzen. Eckel ist überspielt, Posipal auch, aber dahinter steht Ottmar Walter, ja der Mittelstürmer. Und er hat den Ball befreiend weggespielt, hat zu seinem Bruder, hat zu Fritz gegeben. Fritz flach über 20 Meter zum Rechtsaußen. Rahn lässt sich Zeit, wartet bis die Sturmreihe mitkommt. Und da hat Fritz Walter wundervollen Absatzkick angebracht zu Morlock. Morlock zu Schäfer. Schäfer müsste schießen. Spielt ab zu Morlock, das war nicht gut gemacht. Und da hat Schäfer ein Foul begangen, aber unabsichtlich. Er entschuldigt sich auch sofort bei seinem Gegenspieler. Er hat im Zweikampf das Bein zu hoch genommen. Die ungarischen Betreuer wandern auf das Spielfeld, versuchen den angeschlagenen Mann wieder in Ordnung zu bringen. Es müsste der linke Verteidiger, es müsste Lantosch sein. Grosic zurückgespielt und Grosic, wie herrlich sich diese Namen aussprechen, diese melodischen Namen der Pusta-Söhne, hat den Ball nach vorne gespielt. Dort wird der Ball abgefangen von Eckel. Eckels Zuspiel wiederum von Bocic aufgenommen, der steht am Mittelkreis. Schön durchgespielt, aber Liebrich springt hoch wie ein Weltrekord-Hochspringer und hat den Ball angenommen. Ein wundervoller Querpass.
Also das Resultat, das auch bei der Halbzeitgültigkeit hatte. Und Deutschland stürmt auf dem rechten Flügel. Ottmar Walter überlegt einen Moment, spielt jetzt ab zu Rahn. Rahn sofort weitergespielt zu Morlock, der im Direktspiel zu Fritz. Fritz auch direkt zum Rahn. Fritz könnte schießen, spielt zum Rahn. Rahn schießt am Tor vorbei und abgewehrt. Ein Ungar hatte ein Bein dazwischen. Infolgedessen Eckball für Deutschland in der 27. Minute der zweiten Halbzeit. Sechste Ecke für Deutschland, von rechts getreten. Vier deutsche Innenstürmer lauern im Ungarn-Strafraum. Fritz Walter bekommt den Ball sofort zugespielt. Überlegt, was er macht, dribbelt. Könnte jetzt zu Rahn spielen. Rahn schießt, abgewehrt, ins kurze Eck platziert und wundervoll gerettet von Grosic. Der Ball wäre drin gewesen. Gelandet, aber hinter dem steht Kosic und Kosic hat sich den Ball geholt, flankte nach innen und der Ball wird von Posipal völlig überflüssigerweise zur Ecke abgespielt. Er hätte viele Dinge tun können, zum Beispiel zum Torwächter zurückspielen. Aber immerhin, es ist keine ganz schwere Gefahr, es ist nur ein Eckball. Nur ein Eckball, sage ich, etwas optimistisch für Ungarn. Die Ecke kommt nach innen und Posipal hat seinen Fehler wettgemacht durch einen herrlichen Kopfball, der gleichzeitig eine Mustervorlage für Rahn ist. Rahn auf der Mittellinie spielt ab zu Ottmar Walter, der steht in halbrechter Verbindung, spielt zu Fritz. Fritz im Direktspiel zu Rahn, Rahn alleine durch, aber abseits gegeben und das ist wundervoll in einem solchen Spiel. Jetzt Angriff der Ungarn durch Cibor, alleine durch, Turek aus dem Tor heraus, hat gerettet. Nachschuss von Hidekuti ans Außennetz, ans Außennetz. Toni, Toni, du bist Gold wert. Du bist mindestens so schwer in Gold aufzuwiegen wie der Coupe Rime, also der Goldpokal, der 1,5 Kilo schwer sein soll und einen Wert von 15.000 Goldmark haben soll. Bitte, 15.000 habe ich in der Aufregung gesagt. 15.000 heißt es, wenn wir uns ganz korrekt im Schriftdeutsch äußern wollen. Toni Turek ist mitgenommen nach dieser Parade. Als der Schiedsrichter zu ihm kommt, winkt er ab. So als wollte er sagen, es ist nicht so doll. Deuser, der Masseur, ist auch schon bei ihm. Herberger, bemerkenswert diszipliniert, geht gar nicht erst zu Toni hin, als wollte er sagen, das wird nicht so doll sein. Er steht nur hier unten an der Mittellinie von seiner Bank auf. Und es ist interessant, in diesem Augenblick Herberger zu beobachten, unseren Bundestrainer. Jetzt setzt er sich hin. Und das scheint eigentlich das Zeichen dafür zu sein, dass er überzeugt ist, dass es bei unserem Toni aus Düsseldorf weitergeht. So ist es auch. Sie hören den Applaus der Menge. 35 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Noch 10 Minuten im Wankdorf-Stadion vor knapp 70.000 Zuschauern. Neuer Zuschauerrekord der Schweiz. Und da hat nach dem Abschlag von Toni fehlt vom Innensturm. Doch Eckel setzt sich noch einmal ein, rutscht aus, verliert den Ball. Und Hidekuti, der jetzt auch mit zurückgegangen war, hat den Ball angenommen, zu Puskas gespielt. Von dem ein Absatzkick wieder zu Hidekuti. Der dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein. Jetzt wandert der Ball im Flachpass zum rechten Flügel der Ungarn. Todd zieht den Ball in den Strafraum. Kosic lässt ihn durch. Puskas müsste schießen. Schießt auch. Kopfabwehr von Liebrich. Immer wieder Liebrich. Und der Applaus ist zurecht. Das Abspiel von Liebrich zu Rahn wird von Rahn weitergeleitet zu Ottmar. Ottmar schön im Querpass zu seinem Bruder Fritz. Der blimmt den Ball direkt in der Luft an, stoppt ihn dann, tötet ihn. Er ist auf diesem nassen Boden in seinem Element. Spielt steil durch, aber Morlock kann nicht an den Ball kommen, denn Zacharias hat sich das Leder geholt. Und nun Zweikampf zwischen Todd und Fritz Walter. Todd bleibt Sieger, aber das nützt ihm nicht viel, denn Eckel steht dahinter, hat den Ball angenommen. Eckel dribbelt in die gegnerische Hälfte hinein. Von links wandert der Ball hinüber nach rechts. Unser deutscher Rechtsaußen Rahn aus Essen. Und Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor!
für Deutschland. Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Gottschalk durchgesetzt. 3:2 für Deutschland. 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Bankdorf. 3:2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck einschlug. Und Schuss von Ottmar Walter auf das Tor der Ungarn. Drehen jetzt den 7. oder 12. Gang auf und Kosic flank, Puskas abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, Puskas abseits. Eindeutige Abseitsstellung von Major Puskas. Großartig seine Aktion, großartig auch die Vorarbeit von Kosic, der mit Kopfball zu seinem Clubkameraden verlängerte. Dann schoss Puskas flach, aber er stand eindeutig abseits und Griffiths aus Wales, der Linienrichter auf unserer Seite, hatte die Fahne hoch und Link hat prompt reagiert. 3:2, aber das hätte natürlich ins Auge gehen können. Zu spielen noch 4 Minuten im Wankdorfstadion in Bern, im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Und die deutsche Mannschaft hat etwas nervös, verständlich natürlich in diesem Augenblick, eine Situation vergeben und dadurch rutscht der Ball ins Aus. Einwurf für Ungarn in der Höhe der Mittellinie. 2:0 führten die Ungarn nach 8 Minuten. Jetzt steht es 3:2 für Deutschland. 8 Abwehrspieler im weißen Jersey, also im Nationaldress unserer deutschen Elf, verteidigen den eigenen Strafraum und schlagen den Ball weg. Und Schäfer zeigt beruhigend mit den Händen zu seinen Kameraden, als wollte er sagen, jetzt Nerven behalten. Der einzige Stürmer, der jetzt vorne ist, ist Fritz Walter. Die Ungarn auf der eigenen Hälfte rausschlagen den Ball nach vorne. Und Hide Kuti, aber Thüringer Boden, hat gehalten. Hide Kuti hatte den Ball mit dem ausgestreckten Bein verlängert. Und im Eck, da lag Turek. Vielleicht wäre der Ball vorbeigegangen, aber besser ist besser. Und er hat den Ball genommen, hat ihn abgeschlagen. Wunderbar, dass die Mannschaft nicht nur defensiv spielt, sondern dass sie jetzt auch sogar noch stürmt. Schäfer, der links außen am rechten Flügel im Strafraum, hat den Ball, könnte zu Fritz Walter spielen, aber Fritz Walter hat um Zentimeter den Ball verfehlt und die Ungarn spielen sich frei. In der vorletzten Spielminute stürmt Ungarn durch Hide Kuti, aber Morlock bremst ihn auf der Mittellinie. Eckel aus Kaiserslautern am Ball, spielt quer hinüber zu Rahn. Rahn mit einer souveränen Ruhe, abgespielt zu Schäfer. Schäfer sagt, lass dir Zeit, jetzt spielen die Deutschen auf Zeit. Trotzdem kombinieren sie doch schön. Fritz Walter zu Schäfer. Schäfer in Rechtsaußenposition, könnte da innen flanken, schießt, aber er schießt an das kurze Außennetz. Es gibt Abschlag vom Tor der Ungarn. Walter, Ball verfehlt, Puskas am Ball im Mittelkreis, aber Eckel springt dazwischen, hat abgewehrt. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Ottmar Walter fällt hin, Boczek an 2 Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance, spielen ab zum rechten Flügel. Csibor, jetzt ein Schuss, gehalten von Doni, gehalten. Und Puskas, der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest, er hämmert die Fäust auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von einer Minute sein. Deutschland führt 3:2 im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, aber es droht Gefahr. Die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie ins Ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen. Der ist ausgeführt, kommt zu Boczek. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.